Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gaunerbox von Nate57. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gauner von Nate57, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Wie wir unschwer erkennen können, handelt es sich hierbei um eine Box in Tresoroptik und genauso nennt sich diese auch. Also wir haben hier einmal den Interpreten Nate57, darunter lesen wir Gauner und Tresor. Ja, die Box ist auf jeden Fall ein Tresor, sieht echt genauso aus. Hier oben lesen wir noch das Label Ratus Locus Records präsentiert. Und wir haben hier die Tresortür. Hier unten dann das Ganze noch mit so Ornamenten und goldenem Rahmen. Rechts ebenso, oben genauso und links auch. Und auf der Rückseite lesen wir dann wieder den Albumtitel plus Interpret. Und dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Also rein von der Optik, von der Gestaltung her, die Box echt schon mal sehr schön. Dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist nicht zu klappen, sondern der ist hier wirklich komplett abnehmbar. Und bevor wir reinschauen, hier an der Seite kommen dann auch wieder solche Ornamente hier zum Vorschein auf allen vier Seiten. Jawohl. So, dann haben wir hier einmal den Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Shirt. Dann haben wir das Album an sich. Ein Lyric Booklet. Die Bonus-EP, dann haben wir hier einen Download-Code, einen Patch, einen riesengroßen Sticker, eine Autogrammkarte, die Instrumentals zum Album und ein Poster. Also, das ist echt eine Menge Inhalt, kann man schon vorab mal sagen. Dann packen wir die Box wieder zusammen. So. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Allerdings holen wir nochmal kurz das Shirt hier aus der Folie. Hier gibt es irgendwie nichts zu öffnen. So. Jawohl. Gut, wir starten mit dem Album. So sieht das aus. Wir haben hier ein super Jewel Case und dann haben wir hier auf dem Cover den Interpreten in einem braunen Stuhl sitzend, hier mit einer braunen Lederjacke und Baseballschläger. Nate57 Gauner lesen wir hier darüber, wie der Ratus Locus Records präsentiert. Es ist das dritte Album von Nate57. Auf der Seite sieht das so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 17 Stück an der Zahl. Executive Producer Blackie White. Und wir haben hier Features mit dabei von Cracker Valley, Olexesh, Kalim, Tellytales, Abdel, Jesus, nochmals Abdel, Sinan49 und MC Co. Okay, also jede Menge Features auf den 17 Tracks verteilt, Barcode und Beteiligte. Dann schauen wir mal hinein ins Booklet zuallererst. So, was haben wir hier? Also, wir haben hier nochmals die Tracklist inklusive Features. Dann haben wir hier die Credits zum Album, bedeutet, wer hat das Ganze produziert, gemixt, gemastert und so weiter. All das können wir nachlesen. Dann haben wir hier noch die genaue Anzahl der Beats, die die einzelnen Produzenten hier beigesteuert haben. Das ist hier alles schön nachzusehen. Dann Fotos von Nate57 hier auf der Straße. So kennt man den guten Mann. Okay, hier sogar maskiert. Weitere Fotos. Und auch zum Abschluss nochmals Credits zum Album. Jawohl. Also, so sieht das Ganze aus.
sehr viele Fotos in dem Booklet, aber was mich auch freut, alle relevanten Infos und Credits, die es so über das Album gibt, die hat man hier auch mit reingepackt. Dann haben wir die Album-CD, die ist in schwarz bzw. dunkelgrau gehalten. Hier haben wir so 3-4 Fingerabdrücke drauf. Und was es auch selten gibt, die Tracklist inklusive Features nochmal hier auf der CD abgedruckt. Okay. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Okay, ich dachte jetzt kurz, es wäre nochmals die Tracklist hier auf der Rückseite, aber es ist hier der Ratus Locus Codex. Der ist hier mit 7 Punkten durchnummeriert. So, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich lese mal vor. Erstens, respektiere dich und deinen Nächsten. Zweitens, verhalte dich deinem Umfeld gegenüber in jeder Situation loyal. Drittens, die Familie ist unantastbar und wird aus Konflikten rausgehalten. Viertens, Schweigen ist Pflicht. Verrate niemanden und sprich nicht mit den Falschen. Fünftens, Probleme werden, weiß die Frage, was hier steht. Das ist gar nicht so leicht, nachdem hier genau dieser Knubbel von der CD ist. Probleme werden intern, steht hier. Probleme werden intern gelöst. Zuerst wird gesprochen, Gewalt ist die letzte Option. Sechstens, Schulden sind Ehrenschulden und müssen beglichen werden. Und siebtens, die Frau eines Freundes ist tabu. Ratus Locus. Ja, also das sind so die 7 Grundpfeiler, die 7 Eckpunkte, an die sich ehrbare Leute halten sollten. Sehr schön. Dann packen wir die CD, das Album mal zur Seite. Dann haben wir mit dabei die Bonus-EP, die Gauner Bonus-EP, in diesem Fall die Tresor-EP. Wir haben hier zusätzlich zu den 17 Tracks nochmal 5 obendrauf. Und auch hier haben wir Features von Tellytales, Abdel und Mr. Landy. Rückseite ist blank schwarz. Was ich an der EP etwas spannend finde, ist, dass die hier links aufgeht. Also regulär gehen diese Papphüllen meistens rechts auf. In diesem Fall ist es links. So sieht dann die CD aus. Hier haben wir die 5 Tracks auch nochmal aufgedruckt. Dann packen wir die mal wieder zurück in die Papphülle. Und damit immer noch nicht genug. Wir haben zusätzlich zu dieser Bonus-EP noch eine weitere Papphülle. Und hier haben wir die Instrumentals. Bedeutet, die 17 Tracks, die wir vom Album kennen, hier nochmal in der Instrumentalvariante. Hier haben wir nochmal die Infos stehen, wer welchen Beat produziert hat. Das Cover ist recht schlicht gehalten. Hier so ein Schriftzug Nate57 Gauner, Rückseite schwarz. Und auch diese Papphülle geht wieder auf der linken Seite auf. Und auch hier haben wir wieder die Tracklist. Ui, was ich gerade feststelle, wir haben hier nicht nur die 17 Tracks des Albums, nein, wir haben hier auch noch die 5 Beats der Bonus-EP. Das ist heftig. Selten aber doch schafft man es, auch die Bonus-EP hier als instrumental draufzupacken. Sehr schön. Also 22 Tracks und 22 Instrumentals. Das ist echt eine sehr starke Ansage. Dann haben wir mit dabei einen Patch. Der ist hier quadratisch. Ratus Locus lesen wir hier in Rot und Schwarz. So sieht das aus. Kann man sich dann auf die Kleidung, auf den Rucksack, auf die Jacke, wohin auch immer drauf machen. Dafür zieht man dann das hier ab. Und dann kann man das aufnähen, aufbügeln, wie auch immer. Okay, ich dachte jetzt schon, nach Instrumentals und Bonus-EP geht es nicht noch heftiger, aber das beweist gerade das Gegenteil. Wir haben hier so einen rechteckigen Gutschein, A Cappella Download-Gutschein. Also auf dieser Website ratuslocus.de kann man sich unter Media und Downloads mit dem Passwort Tresor57 die A Cappellas zum Album auch noch runterladen. Also das ist echt heftig, was es da alles gibt. Dann haben wir hier auf der Rückseite noch 4 Jackenmodelle, die es hier im Shop zu kaufen gibt. Aber dass sie die A Cappellas auch noch zur Verfügung stellen, Respekt. Ein Lyric Booklet bedeutet, wir haben zwar im regulären Booklet des Albums keine Lyrics mit drin gehabt, aber wir haben hier noch separat ein Lyric Booklet.
Und zwar haben wir hier Tracks, einen pro Seite. Bedeutet, diese Tracks sind hier wirklich komplett erfasst. Da kann man dann mitrappen oder eben nachlesen, falls man was nicht verstanden haben sollte. Es kommt mir allerdings jetzt etwas wenig vor. Ich glaube, wir hatten jetzt 10 Tracks, 5 Doppelseiten. Ja, gut, das erklärt es natürlich auch. Ja, also wir haben hier 10 Tracks. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, verstehe ich nicht so ganz, denn wir erinnern uns auf dem Album hier, Outro, 17 Tracks waren drauf und dann haben wir hier Sachen ausgelassen und in der Tat nur 4, 6, 8, ja, genau 10 von 17 hat man hier als Lyrics abgedruckt. Ja, also auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass es sowas gibt, so ein Lyric Booklet, aber auf der anderen Seite hätte ich es dann doch bevorzugt, wenn man wirklich 17 von 17 reingemacht hätte und nicht jetzt 10, also 7 da einfach ausgelassen hätte. Naja, gut. Besser so als gar keine. Aber ja, ich finde es etwas unverständlich, warum dann 7 Tracks hier unter den Tisch gefallen sind. Nichtsdestotrotz, wir haben noch weitere Inhalte. Und zwar haben wir hier eine Autogrammkarte im Querformat. Hier auch wieder Nate zu sehen. Unterschrieben mit weißem Stift hier. Auf der Rückseite sieht das so aus. Steht sogar auch noch Autogrammkarte, damit man sich auskennt. Alles klar. Aber ist auf jeden Fall unterschrieben. Sehr schön. Dann einen Sticker und der ist echt riesig. Also der ist hier im Querformat. Ein Foto, ich glaube, das haben wir schon im Booklet gesehen. Und das ist zwar nur ein Sticker, aber dafür ist dieser riesengroß. Ja, ist auf jeden Fall ein Sticker. Kann man sich dann entsprechend irgendwo hinkleben. Ein Poster ist auch noch mit dabei. Und zwar ist dieses Poster beidseitig bedruckt. Wir haben hier einmal im Hochformat das Albumcover, also Nate 57 hier auf diesem braunen Stuhl sitzend und auf der Rückseite im Querformat auf den Straßen zu sehen. Jawohl, also schönes Ding, könnt ihr euch dann entweder diese oder die andere Seite aufhängen. Wie gesagt, doppelseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier mit dabei ein Shirt. Das Shirt ist in schwarz gehalten und wir haben hier weiß auf der Brust stehen, Nate 57 Gauner. Auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz, also hier ist kein Druck. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dieses Gauner-Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann dieser Riesensticker hier im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte, das Lyric Booklet mit 10 der 17 Albumtracks mit drauf, der Download-Gutschein für die A Cappellas, der quadratische Patch, die Instrumentals zum Album und zur Bonus-EP, insgesamt 22 Stück, die Bonus-EP mit 5 Bonus-Tracks, die Tresor-EP und natürlich das Album an sich, Gauner im Super Jewel Case mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Gauner von Nate 57. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nate 57 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.